Er gilt als Doyen der neuen Musik in Österreich. Friedrich Zerha, der 1926 in Wien geborene Komponist und Dirigent, erhält den mit 60.000 Euro dotierten Musikpreis Salzburg 2011. Dieser internationale Kompositionspreis des Landes ist weltweit eine der höchst dotierten Auszeichnungen im Bereich der neuen Musik. Dieser Preis ist auch ein kulturpolitisches Statement. Salzburg hat eine unglaubliche Geschichte in der Musik, wird international mit Musik verbunden, braucht aber auch den Schritt in die Gegenwart und in die Zukunft. Es geht auch darum, Salzburg als ein Zentrum der zeitgenössischen Kunst zu positionieren und uns international damit zu verbinden, und genau dazu dient dieser Preis. Friedrich Zerhas Werk vereint avantgardistische Techniken der Nachkriegszeit mit älteren Verfahren und Materialien, die dabei ganz neu behandelt werden. In der Jurybegründung ist zudem von einem speziell wienerischen Ineinander, von Traditionsverpflichtung und Innovation die Rede. Zerha gilt als Wegbereiter der neuen Musik in Österreich und auch aus internationaler Sicht als der bedeutendste zeitgenössische Komponist. Seine Werke waren in den vergangenen 4 Jahrzehnten regelmäßig im Konzertprogramm der Salzburger Festspiele vertreten. 1981 fand hier die Uraufführung seiner Oper Baal statt. Für Alban Bergs Oper Lulu, die auch heuer wieder auf dem Spielplan des Festivals steht, hat Zerha den 3. Akt komplettiert. Gerade Salzburg ist natürlich für mich von Bedeutung, weil ich hier eine jahrzehntelange Konzerttätigkeit hinter mir habe und ich bin natürlich glücklich, in meinem Alter dann jene Anerkennung zu finden, die mir in meiner Jugend, in meiner kämpferischen Jugend für neue Musik versagt geblieben ist. Aber in diesen letzten 50 Jahren hat sich das natürlich sehr geändert. Zugleich mit dem Würdigungspreis wird beim Musikpreis Salzburg auch ein Förderungspreis in Höhe von 20.000 Euro vergeben. Preisträgerin ist diesmal Elena Mendoza. Die 1973 in Sevilla geborene Komponistin und Pianistin arbeitet als Dozentin für Komposition und experimentelle Musik an der Universität der Künste in Berlin. Die Jury lobte vor allem ihre fantasievolle musikalische Sprache, ihren subtil entwickelten Klangsinn und ihr profundes handwerkliches Können. Für mich ist der Preis zunächst einmal eine große Ehre und ich denke, das bringt mich auch noch ein Stückchen weiter auf meinem Weg. Mit der Jurybegründung bin ich auch absolut glücklich. Ich bin froh, wenn meine Musik so aufgenommen wird, wie die Jury sie aufgenommen hat. Und ich habe sehr schöne emotionale Verbindung zu der Stadt Salzburg obendrein noch, weil ich als Kind sehr in Mozarts Musik verliebt war und ich verband mit Salzburg immer ein großes Mythos, was für mich jetzt im Moment Realität wird. Der Kompositionspreis des Landes wird alle 2 Jahre vergeben. Frühere Preisträger waren im Jahr 2006 Salvatore Sciarrino aus Italien und 2009 der Schweizer Klaus Huber. Die Verleihung des Musikpreises Salzburg 2011 findet im März nächsten Jahres wieder in Kooperation mit der Salzburg Biennale statt.